Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im Let's Part sind wir... Was haben wir eigentlich gemacht? Wir sind nach Rosette gegangen, haben gemerkt, dass Colette entführt wurde. Haben Brazier wieder ins Team bekommen und sind hier in Imisu angekommen. Und ich würde sagen, das Gespräch ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt wissen, was mit unseren Riads los ist, nachdem wir den Tipp von Kratos bekommen haben. Hallo, na, was geht? Oh Leute, gutes Timing. Was ist denn? Wir haben die Riads gefunden. Genau, wie Kratos gesagt hat. Warum tut er so... sowas, um uns zu helfen, wenn er unser Feind ist? Herr Brazier, können wir Was? Was? Aber Brazier? Wo habe ich da Brazier gelesen? Egal. Aber jetzt können wir Colette retten. Sina, bevor du die Riads zurückholen kannst, muss ich dir eine Aufgabe stellen. Eine Aufgabe? Was? Obwohl? Ja, auch wenn wir die Riads wiedergefunden haben, werden sie erneut abstürzen, wenn Volts Mana versiegt. Bevor er die Riads zurückholen, musst du daher einen Pakt mit Volt eingehen. Ich weiß, das ist schwer, aber diese Aufgabe musst du meistern. Ich kann nicht! Sina ist schon einmal beim Versuch, einen Pakt mit Volt zu schließen, gescheitert. Deswegen liegt auch unser Oberhaupt im Koma. Ah, okay. Ich sage, ich spreche doch mal mit der Sina und ich spreche erstmal mit den anderen. Sonst damals Aufregung gesagt, ein Viertel im Monat von mir so kaum aufs Leben. Sie spielt die Stärke, das ist im Dorf ziemlich isoliert. Hör sie mal auf, Mann, ich kann sehr. Was für dich übrig? Ja. Hallo, Genis, ne? Sag mal, Sina, hast du keine Pakt zu schließen? Nein, komm, wir halten uns ein bisschen auf. Schön, dass du jung, zu zart, um das grausame Schicksal zu akzeptieren, das dir zugemutet wurde. Heller hier deine Stärke. Sina sah aus, als würde sie gleich weinen. Aber ich glaube, je tiefer die Wunde, umso wichtiger ist es, die Sache zu überwinden. Du weißt doch, wie es ist, wenn andere auf deinen Weg leiden müssen. Sprich mit dir. Bin ich wieder schuld, oder was? Hallo, Sina, na? Keine Sorge, wenn es hart auf hart kommt, rette ich dich. So wie du mich damals geritten hast. Miau. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht lesen heute, tut mir leid. Ich kann es einfach nicht. Ihr habt davon gehört, nicht wahr? So viele Leute sind tot, weil ich kein Bündnis mit Volt schließen konnte. Ja, wir haben davon gehört. Na und? Damit bringe ich euch auch noch um. Ich sterbe schon nicht. Wie willst du das wissen? Weil du Erfolg haben wirst. Wie kannst du das sicher so sicher sein? Ich habe schon einmal versagt. Du schaffst es. Deine Tagesser haben uns schon zu oft geholfen. Du bist nicht mehr die alte Sina. Du hast schon Bündnisse mit anderen Tagesser geschlossen. Es wird schon klappen. Du schaffst das. Ich verspreche es dir. Ja, Sina, ich helfe auch. Mau. Wird wohl wieder ausrastet? Dann kriegt das mit mir zu tun und das war's dann, okay? Okay, ich versuch's. Rotschi, kann ich euch später zeigen, wie die Riads sind, wo die Riads sind. Ich schicke ihn dann zum Tempel. Der Tempel ist blitzeslegt, nördlich von hier. Nehmt euch in Acht. Ja, damit haben wir unser nächstes Ziel erfahren und Shinas richtiger Name. Rotschi und Uchinawa sind Brüder, richtig? Die Namen der beiden klingen interessant. Das sind beides alte Misu-Worte für Schlange. Aber das sind nicht ihre richtigen Namen. Sind das Decknamen? Nicht so ganz. Misu haben wir eine lange Tradition. Wir tragen zusätzliche Namen, während unsere wahren Namen nicht genannt werden. Echt? Wer ist es denn wirklich? Ich weiß es aber nicht. Nur ihre Eltern und das Oberhaupt kennen sie. Und die, die sie einmal heiraten werden. Ist dein Name auch ein zweiter Name? Ja, yeah, allerdings. Naja, ich kenne das hier, das echten Namen. Was? Willst du denn den kennen?
Sehr, das klingt alarm, ist grausame dämonische Todesfee. Ja. Seh das! Siehste, also gesagt, das ist eine grausame Todesfee. Genau. Eieiei. So, wir müssen uns jetzt aufmachen in Richtung des Donnertempels. Eieiei, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt, Mann. Achso, ich habe jetzt wieder Presse. Ja, stimmt. Ich war jetzt voll auf Lloyd. Sorry. Fountain. Ich bin jetzt voll auf Lloyd gewöhnt, ne? Das ist echt schlimm. Und wieder voll ungewöhnt. So, wusch, wusch. Und endlich Dual Infliction. Dual Infliction. Jawoll, das freut mich doch. Endlich kann ich auch ein bisschen kombinieren hier. Zack, zack. Und ja, wie geklärt. Lalal. Seht ihr wenigstens den Weagle auch ein bisschen im Kampf? Und nicht immer nur Lloyd und Presea. Weil sonst hatte ich ja bisher immer nur Magier eigentlich dabei. Lala. Sheena müsste ich auch mal wieder ins Team. Oder müsste ich mal wieder spielen? Aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen noch Presea spielen. Weil sie ist dann relativ neu. Ah, dann nehme ich auch mal wieder Sheena. Zu einfach nur aus Abwechslungsgründen. So, aber wo... wollte ich gerade sagen, wo war denn der Tempel? Goldkäfer, ihr seid doch auch neu, oder? Glaube schon dran, lalala. Zack und bam, bam. Und ich würde übrigens mal schauen, haben wir nicht für bisher noch eine Axt bekommen? Ja, ich wusste es doch. Lichtaxt, die ist voll cool. Lalalala. Okay. Destruction Dual Infliction. Yeah. Cool. Da. Das war übertrieben, ich wusste es doch. Okay. Ich spiele aber schon noch auf schwer, ne? Oder? Ja, ich spiele noch auf schwer. Gut. Lieber mal nachschauen, ne? Bevor wieder der Oberfail rauskommt. Das ist mal legendär. So, hier ist nämlich der Donnertempel. Oder Tempel des Blitzes. Aber ich möchte ein paar Kämpfe hier draußen machen. Hier gibt es nämlich einen seltenen Gegner. Vielleicht finde ich ihn ja. Zufälligerweise. Ich mache, glaube ich, so 3 Kämpfe oder so. Und wenn ich die dann nicht finde, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann muss ich ihn später nochmal suchen. Weil die möchte ich auf jeden Fall mal zeigen. Cuteness! Schön. Einfach mal einen Gruppenbuff, wo den Angriff erhöht. Finde ich relativ cool. Destruction! Aua. Zack! Und bam! Bam! Ach schön, jetzt kann ich endlich kombinieren. Wumms und wumm. So macht es doch gleich viel mehr Spaß. Lässt du Rain in Ruhe, du dummer Marienkäfer? Oh ja, du Regal klärt bei mir. Ja, wenn er Regal Mana hat, habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Ist Regal echt ein schöner Kämpfer. Nur geht halt dem relativ schnell das Mana aus. Naja. La 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 la. Was machen wir eigentlich bei Z? Das ist eine relativ gute Frage. Weil mit Regal kann man übrigens keine Z-Kombi machen, zumindest in diesem Spiel. Es gab ja von diesem Spiel mal eine PlayStation 2 Version. Und da gab's Kombinationen. Oder im bald erscheinenden Tales of Symphonia Chronicles für die PlayStation 3 soll es ja auch. Ist ja eigentlich eine Neufassung in dem Spiel. Nur ist das eine Neufassung des PlayStation 2 Version und nicht der GameCube Version, welche ich hier spiele. Und da gibt's Regal-Kombinationen im Z, aber hier leider nicht. Was ich echt schade finde. Nurse! La 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 la. Kann eigentlich Regal schon? Nö, kann er nicht. Okay. First Aid! Ja, mit Leuten. Ohne Leute dauert es halt echt ein bisschen lang, die Kämpfe, ne? Weil einfach.
die anderen so langsam sind im Vergleich zu Lloyd. Oh, die ist ja echt extrem, extrem schnell. So einen Kampf mache ich hier draußen noch. Einen großen Gegner. Dann lasse ich das einfach. Und ich habe kein Glück, gibt's über einen anderen Kampfhintergrund, welcher sehr cool aussieht, finde ich. Zack, zack. La 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 la. Das war jetzt vollkommen falsch kombiniert. Wollte eigentlich so machen. Devastation und dann Dual Infliction. So, wie oft habe ich das jetzt alles eingesetzt? Punishment muss ich noch ein paar Mal machen. Infliction bin ich schon längst fertig. Destruction bin ich auch fertig. Devastation bin ich auch fertig. Okay, nur noch Punishment viermal. Alles klar. Da, 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 da. Da. Eins. Zwei. Aua. Nummer 3. Okay, jetzt in die Luft gemacht, aber egal. Und Nummer 4. So, jetzt kann ich hier wild kombinieren, wie ich will. Aber jetzt tue ich erstmal Mana sammeln. Weil ich brauche Mana, ne? Mana ist wichtig. Und so. Level Ups. Das finde ich schön. Regal und Bresea bekommen gleichzeitig Level Up. Nur Bresea hängt natürlich jetzt ein Level hinterher, aber ne, gut. Macht ja nichts. So, wir gehen jetzt in den Tempelist. Blitz ist lang genug hier rumgefahren. Der Gegner wollte leider nicht kommen. Schade eigentlich, aber na gut. Wir sind ziemlich einfach reingekommen. Und ich sehe nirgendwo einen Orakelstein. Das ist die blöde Welt. Vermutlich funktioniert er. Dann kriegt er Ziegel. Stimmt, das ist eine Idee. Gib dein Bestes. Assassina, du bist nervös, hab ich recht? Ja, natürlich. Also keine Sorgen, wenn es dich geht, beschütze ich dich, okay? Miau. Das war ich zu schätzen, aber... Ich glaube nicht, dass du die Kraft dazu hast. Ich habe sie natürlich auch nicht. So, darfst du noch nicht reden. Ich werde mein Bestes geben, also sollst du auch das auch tun, okay? Miau. Yeah. Okay, der Donnertempel, bis heute immer noch einer meiner Lieblingstempel. Der ist ja bei manchen Spielern relativ fast. Ich finde ihn absolut cool gemacht. Warum, werdet ihr bald sehen. Weil hier muss man viel mit Blitzen arbeiten natürlich. Und ich finde es einfach nur cool Design, diese Rätsel. Und ihr werdet dann schon sehen, was ich damit meine. Und hier gibt es mal interessante Gegner. Hier gibt es nämlich Donnerschwerter und Donnervögel und... Ach, einfach nur cool. Ich mag den Dungeon. Ich mag ihn wirklich. Der ist echt toll. Im Vergleich zur Kanalisation zum Beispiel ist der einfach nur der Himmel. Der Dungeon. Ich finde ihn so cool. Aber gut. Dam, dam. Da, da, dam. Da, 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 dam. Dual Inflection. Ja, und Guinness, was machst du mit deinem Zufall hier? Das ist ja... nicht mehr normal. So, habe ich jetzt alle gescannt? Ich denke schon. Ah, mit Presse erwischt man die aber so schlecht, die Vögel. Da, 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 da. So, wusch, wusch, full inflection. Da, 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 da. So, down. Zack, zack. Ja, Regal ist gut. Ist gut. Und was macht dieses Schwert da? Hör auf damit. Zack, down. Einen Popo-Quarz kriegen wir hier. Das verleiht, den Attribut. Das Donner-Attribut. Und jetzt habe ich mich gerade selbst abgeschossen. Autsch, was war das? Scheint ein Stromschlag gewesen zu sein. Wenn du auf den Schalter trittst, steckt da plötzlich ein riesen Mast ein. Ey, Shina, du warst schon einmal hier, richtig? Wie hast du es damals gemacht? Ich weiß wirklich nicht, so bin ich falsch im Tipp. Die anderen Leute als Mission haben sie für mich beseitigt. Dann müssen wir es wohl selbst herausbekommen. Leute, Blitzeschlag bevorzugt ein Objekt ein. Objekte? Ja, ich hab's vergessen, ich weiß. Und Gespräche ist ja gut, Vertrauen. Was ist denn da anderes? Wir müssen an sie glauben. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Ugh.
Welch Wunderbares habe ich nicht mitgelesen, sorry. Mach doch mal keine Witze. Weiß doch gar nicht, das denk doch mal nach. Ich es, der den Pakt schließen müsste, selbst Leute nicht in der Lage, mir ganz und gar zu vertrauen, oder? Stimmt. Trotzdem, wir sollen die Klappe halten, danke. Ich habe nur gedacht, dass die Zeit, die ihr zusammen verbracht habt, euch gegenseitig hier das Vertrauen gebracht hat. Sheena ist unsere Partnerin. Natürlich vertrauen wir ihr. Und du bist auch unser Partner. Ich vertraue dir auch. Ja. So, ich wollte eigentlich das Ding aktivieren, weil jetzt schlagen nämlich hier oben die Blitze ein. Und jetzt kann ich nämlich, wenn ich nämlich jetzt hier auf den Schalter drücke, dann schlägt da oben der Blitz ein und ich kann da schön durchgehen. Und das machen wir jetzt einfach wieder weg. Schwupp. Und dann schlägt nämlich ganz unten der Blitz ein. Und macht die Kiste hier kaputt. Und wir kommen zu dem Transformator-Dingsbums. Aber ich glaube, bevor ich euch zeige, was unser neue Mana-Ring-Funktion ist, würde ich erstmal sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Tales of Symphonia. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.